Hi, liebe Leute. Ja, ich bin's mal wieder und ich habe jetzt mal angehalten auf dem Weg ins Büro und möchte euch einen Fehler erzählen, den ich ganz, ganz oft berichtet habe. Einer der ganz großen Mountainbike-Fehler. Und ihr könnt immer schauen, ob ihr ihn auch ab und zu mal macht. Ich habe ihn auf jeden Fall auch schon manchmal gemacht. Und ja, will ich gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ihr kennt bestimmt den Placebo-Effekt. Es gibt aber auch das Gegenteil, das ist der Nocebo-Effekt. Im medizinischen Bereich wäre das, wenn man jetzt einer Gruppe zum Beispiel so Zuckertabletten gibt und dann sagt, ja, von denen kriegt man Bauchweh, da ist aber nur Zucker drin und gar kein Wirkstoff, dann kriegen die wirklich das Gefühl, ich habe voll Bauchweh und haben dann die Symptome. Ja, das ist der sogenannte Nocebo-Effekt. Und angewendet aufs Biken heißt das, viele Bikerinnen und Biker, sowohl in der Fahrtechnik als auch bei anderen Themen, aber gerade in dem Bereich, haben ja ein ziemliches Übertheoretisieren und ein zu viel Nachdenken über Materialgeschichten. Ich mache euch mal ein ganz simples Beispiel. Zum Beispiel haben sie den 29er jetzt, hatten früher kleinere Laufräder und haben mal gehört, 29er gehen nicht gut um enge Kurven rum oder sind schwerer zum Versetzen oder und so weiter und so fort. Haben das mal gehört und die glauben das und dann fahren sie und dann wird es auch so sein, weil dieser Nocebo-Effekt so stark ist und der limitiert einen total. Wenn man zu sehr darüber nachdenkt, ich habe das schon so oft erlebt, Leute auch, die Manöver lernen wollen, die dann immer gesagt haben, ja, aber es liegt ja vielleicht an dem Rad oder daran oder immer irgendwelche Beispiele. Gerade, wie gesagt, die Räder wurden länger, die Fahrräder und dann kamen auch die EMTBs und dann kam immer dieses Ding, ja, daran liegt es, deswegen kann ich das nicht lernen. Es ist aber gar nicht so, man kann auch mit dem EMTB den Bunnyhop lernen. Man muss sich nur daran anpassen. Aber wenn man immer denkt, damit geht es nicht, dann wird es auch so sein. Ist im Grunde eine selbsterfüllende Prophezeiung. Versteht mich bitte nicht falsch. Natürlich solltet ihr euer Rad vernünftig einstellen oder einstellen lassen, dass die Federung auf euer Gewicht eingestellt ist und auch die Dämpfung so alles korrekt ist. Natürlich können Dinge am Material einen großen Einfluss haben. Aber wie gesagt, dieses zu viel Nachdenken, ist das Fahrrad, ist ein Enduro, kann ein Enduro überhaupt das und das? Oder das All Mountain, kann ich damit überhaupt diesen Trail fahren? Ich habe mal gehört, All Mountain geht halt nicht so gut für wurzelige Trails. Da brauche ich ja doch ein Enduro für. Das sind auch wieder so typische Beispiele, dass das Denken einen dann wirklich einschränkt. Und was dann auch echt doof ist, dieser Effekt kann auch dazu führen, dass man weniger Spaß hat. Weil man fährt ein Fahrrad und denkt sich die ganze Zeit, ah, jetzt habe ich gelesen hier, die neuen Modelle haben ja noch einen flacheren Lenkwinkel und ich habe ja das Modell 2 Jahre alt und da ist der Lenkwinkel noch so steil, da kann ich ja dann nicht so gut schnell fahren, das ist nicht laufruhig genug. Typische Beispiele. Ich finde ein gutes Beispiel, natürlich ist das jetzt ein Profifahrer, aber das kann man auch übertragen, ist Sam Pilgrim. Da müsst ihr mal schauen, der nimmt sich immer irgendwelche gebrauchten Bikes auf eBay oder kriegt Bikes geschenkt. Das sind dann total alte Bikes, total komische Bikes. Damenrad, wo er dann eine Downhill-Gabel reinbaut. Oder er kauft sich eine ganz, ganz schlechte Downhill-Gabel für ganz wenig Geld und fährt damit und hat immer einen riesen Spaß damit und fährt auch ziemlich gut damit, springt richtig dicke Sachen, macht Tricks und so. Weil er so ein offenes Mindset hat und nicht darüber nachdenkt, ah, mit dem Rad kann man das ja nicht so gut. Und deswegen empfehle ich euch, ihr könnt ja mal ein Experiment machen, wenn ihr zum Beispiel einen Kollegen, einen Kumpel oder Partner, Partnerin habt, die ein anderes Rad fahren, wenn ihr ein 27,5 Laufräder fahrt und das andere Rad ist ein 29er. So, dann könnt ihr mal experimentieren, wenn ihr sagt, ihr seid jetzt ganz offen, und ihr fahrt damit, versucht mal ein paar enge Kurven und so, dann werdet ihr euch entweder bewusst oder unbewusst an die Eigenschaften von dem Fahrrad anpassen und dann auch die engen Kurven gut hinkriegen. Kann man ja erstmal am Parkplatz oder so sich ganz enge Kurven legen. Aber wenn ihr dann schon denkt, ah nee, es ist ein 29er, damit geht das nicht so gut, dann wird schlechter funktionieren und ihr werdet wahrscheinlich auch weniger Spaß haben. Also, denkt nicht so viel darüber nach, was das Material jetzt alles für genaue Einflüsse hat. Das ist im Rennsport wieder, sind das die wichtigen Details für ein paar Bruchteilsekunden. Aber für euch geht es um Spaß. Und ich merke das immer wieder, wenn ich zum Beispiel meine alten Bikes fahre, die hatten auch einen ganz steilen Lenkwinkel. Wenn dann jemand sagt, boah, mit dem steilen Lenkwinkel, das ist ja gefährlich, da darf man ja gar nicht mitfahren, mit hohem Tempo. So ist es natürlich nicht. Also wir sind damit früher schnell gefahren mit den Rädern und ich fahre damit auch immer noch schnell. Natürlich geht es auch mit einem flacheren Lenkwinkel noch schneller und noch besser. Aber ich lasse mir ja nicht den Spaß verderben mit dem Fahrrad, weil ich zu viel darüber nachdenke, was die Geometrie da jetzt für Nachteile hat und so weiter und so fort. Ja, ich bin mal gespannt. Sagt mal eure Meinung dazu.
Vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung. Ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland so wird immer ganz viel über Technik und Zahlen und Setup und Winkel und alles so diskutiert und geredet. Und oft, wie gesagt, kann es dazu führen, dass man sich selber einschränkt. Eine Sache dann dazu noch. Natürlich könnt ihr den Umkehrschluss machen. Ihr könnt den Placebo-Effekt auch so ein bisschen bewusst oder unbewusst nutzen. Weil es ist wirklich manchmal so, man hat ein Serienfahrrad, da ist ein total flacher Lenker, der hat wenig Neigung nach oben. Und man merkt zu den eigenen Körpermaßen, Vorlieben oder Fahrstil, passt das nicht so. Und dann macht man sich einen höheren Lenker dran, weil man das vielleicht einfach von den anderen Fahrrädern, die man hatte, gerne mag. Und naja, man auch die Erfahrung hat, dass das wirklich was Gutes ist. Und dann schraubt man sich einen Lenker mit mehr Rise, also der höher ist dran. Ja, und dann fühlt man sich wohler und dann ist es so, man kann dann quasi sagen, hey, das ist so super, jetzt klappt alles noch besser, der Bunnyhop, der Manual, das alles ist gut, ich fühle mich wohler. Und ja, dass man sich das nochmal selber sagt, wie wohl man sich jetzt fühlt und wie gut das jetzt damit klappt, das kann man dann natürlich dann nutzen, um selbstbewusst zu sein, entschlossen, und dann kann man quasi diese Denkweise auch positiv nutzen. Ja, ich bin gespannt. Leider, habt ihr schon gehört, habe ich ein bisschen Husten. Das heißt, ihr müsst noch ein bisschen warten, bis ich wieder neue Videos drehe. Ich habe natürlich noch einige Videos, die kommen von der Versetzt-Serie. Aber ein, zwei Wochen und ich bin wieder richtig fit. Und lasst gern ein Abo da. Wenn ihr euch die Inhalte gefallen, schreibt in die Kommentare, was ihr noch haben wollt. Aktiviert die Glocke. Ich freue mich. Wir sehen uns. Bis dann.